Dank. Ich darf euch herzlich zur langen Nacht der Museen hier im Heimatmuseum der Markgemeinde an Ortbad begrüßen. Ich bedanke mich für das zahlreiche Kommen. Der Hintergrund dieser langen Nacht der Museen ist die Idee von Dr. Leithart, der hier im Museum sehr, sehr viele Dinge für uns tut. Die gute Seele des Museums ist, dass man hier verschiedene Bereiche herausgreift und dazu die Musikschule Musikstücke einstudiert hat, die hier dargeboten werden. Ich darf auch herzlich in Vertretung aller anwesenden Gemeinderäte den Vizebürgermeister Diplom-Major Walter Vogreich herzlich begrüßen. Und darf dich bitten, mit deinen Ausführungen zu beginnen. Schön. Ich begrüße all jene, die ich noch nicht begrüßt hatte bisher und möchte den ersten Bereich mit der Schule beginnen. Wir haben Schule und Haus der Begegnung, ich möchte mit der Schule beginnen. Die Schule wurde im Jahr 1925, also zwei Jahre nach der Selbstständigkeit der Gemeinde. Die lange Nacht der Museen wurde auch im Kulturhaus Heimatmuseum Straßhof zelebriert. Dort hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen. Im Zuge einer Führung mit dem Museumsleiter Dr. Rolf Neidhardt gab es zwischen den einzelnen Stationen jeweils ein musikalisches Gusterstückel von den Kindern der Musikschule Straßhof vorgetragen. So entstand ein abwechslungsreiches Programm, das die Besucher sichtlich genossen. Geschwisterkinder, und da haben wir unglaublich viele in unserer Musikschule, dass wir die motivieren, miteinander zu spielen. Wir haben das zum Teil über Video eingelernt und darum haben wir die Geschwisterpaare, die Schwester von der Marie hat am Anfang auch noch mitgespielt, die Schwester von der Johanna wird dann wahrscheinlich bald mitspielen und darum haben wir eben jetzt die Straßhofer Stubenmusik, spielt euch Drowsy Maggie. Im Jahr 1978 wurde sie aufgestellt und in Kürze wird sie noch einmal renoviert und zu dem Zweck abgeholt. Das heißt, sie wird zur Reparatur geführt und dann unter einen, in der Kastel eingestellt, also wettergeschützt, denn schon zu meiner Zeit musste sie noch zweimal renoviert werden wegen Rost. Da sehen Sie die alte Unterführung aus dem 1908er Jahr, also 1908 errichtet wurde. Und da wurde heute eine Traverse dieser Brücken, wurde als Denkmal beim Vereinshaus errichtet, öffentliches Denkmal. Das alles gehört an sich der Feuerwehr. Die ist aber freundlicherweise, wie wir das Museum eingerichtet haben, hat gesagt, gehen wir zusammen, machen wir das gemeinsam und so haben wir einen sehr großen Feuerwehrbereich, der hier abgedeckt wird.
Ja, zuerst einmal gleich an die Musikschule. Es war wirklich ein wunderbares Konzert. Und ich muss sagen, von den Trompeter war ich begeistert. Ja, danke für das Lob. Ja, es hat uns auch sehr gefreut, dass wir das Museum mit unseren Klängen beleben durften. Ich glaube, es ist gelungen. Absolut, ja. Museum und Musik, Kunst passt voll zusammen. Das passt sicher sehr, sehr gut zusammen. Die Idee war ja vom Dr. Neidhardt, hier bei der Langen Nacht der Museen eine Führung zu machen und in den speziellen Bereichen, die im Museum ausgestellt sind, die Musikschule zu bitten, hier Musikstücke einzustudieren und das in Verbindung hier zu präsentieren. Ich habe jetzt zumindest zwei Leute gesehen, die aufatmen, dass man sich wieder bewegen kann. Das ist der Museumsdirektor und der Musikschuldirektor oder Leiter. Ja, wir sind sehr glücklich, vor allem unsere Schüler, die waren total gierig wieder aufs Auftreten, dass man endlich wieder vor Publikum was vorspielen konnte. Also ich glaube, man hat es auch an den Darbietungen gehört, mit welchem Elan sie das gemacht haben. Für die Gemeinde eine schöne Sache, wenn das soziale Leben wieder beginnt? Natürlich, ja. Wir haben jetzt keine Möglichkeit gehabt, Veranstaltungen auszurichten, Veranstaltungen zu besuchen. Das geht jetzt mit gewissen Einschränkungen, sprich 3G-Regel oder 2,5G-Regel, was auch immer wieder. Es gibt schon viele, die diese Dinge erfüllen und damit ist es wieder gut, dass es hier Veranstaltungen gibt. Und die Wochenenden, die Terminkalender zu den Wochenenden werden immer voller und immer voller. Sehr erfreulich und das heißt, das Leben beginnt wieder. Ja, und wir freuen uns jetzt auf die Konzerte der Musikschule, die werden ja auch bald wieder kommen. Geplant haben wir eigentlich von den Terminen her ein normales Schuljahr. Wir hoffen natürlich, dass alles durchführbar sein wird, aber natürlich, ja, also es schaut gut aus derzeit. Und auch Veranstaltungen im Gemeinde, Kulturveranstaltungen. Auch das, wir haben wieder unsere Gemeinde-Abo-Veranstaltungen beginnen können. Im September hatten wir die erste, Oktober und November. Und der Herr Direktor der Musikschule ist auch gerade dabei, eine Advent-Konzertserie zu planen. Anstatt eines großen Advent-Auftaktes, eines großen Konzertes über den ganzen Nachmittag, mehrere kleine an jedem Wochenende eine Stunde ein Konzert einzustudieren und einzuplanen. Da sind wir auch gerade in der Planung, dass das heute beginnen kann. Wir können nur hoffen, dass hier die Zahlen der Pandemie so bleiben, dass wir auch weiter diese Dinge durchführen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Kultur, das Zusammentreffen, das soziale Leben einer Gemeinde ist ganz wichtig und das erfreut auch die Menschen, wie man jetzt gesehen hat, weil ich habe eigentlich nur zufriedene Gesichter gesehen. Da checken. Und die Diözese hat dann festgestellt, das ist ein spätbarockes Bild, unbekannter Künstler und wie man dann diesen Saal ausgerüstet hat mit den Wänden, damit man einen Unterteil vom Bild von der Lok macht. Also ist eine Hilfskonstruktion, aber nicht anders zu machen. Und während der Ausstellung haben wir dann da die Schuhe vom Geierfräse hineingehängt. Besonderer Durchhaltekraft, wenn man so sagen will, ist der Betrieb Geier. Der ist jetzt unser Christusbetrieb. Dort hängt eine Tafel hinter den Sesseln, auch eine Geiertafel, schon längst angerostet. Die Firma aber ist keineswegs angerostet, 1902 gegründet in Dürnburg, wenn ich meine Tiere. Und dann 1909 nach Straßhof übersiedelt, weil hier ein großes Eisenbahnaufkommen war.
selbst hat zunächst einmal logiert in einem Nebengebäude des Kaufhauses Hager, später Kaufhaus Prinz, der Ecke Viktor-Adler-Gasse, Bahnhofplatz, da war dann ein Zahnarzt drin und so weiter. Dort ist, dorthin. Und weil die einzige Schreibmaschine, die man hatte, dort nicht sicher genug war, hat man dann natürlich was machen müssen, hat dann sich einquartiert im Vereinshaus und 31 hat man dann dieses Haus, das jetzt Gemeindeamt ist, gekauft, hat es dann ausgestattet und seit damals ist es Gemeindeamt, natürlich zum einen ausgebaut, weil wir wachsen und wachsen und wachsen, wächst weiter und daher wird sie in Kürze übersiedeln in das alte Europa-Hauptschulgebäude. Bestin, Direktor des Museums in Strasshof am Mikrofon. Ein erfreulicher Tag, also es waren schon zwei Veranstaltungen, die erste war schon sehr gut besucht und jetzt wieder. Welchen Sinn macht es, ein Museum zu haben in der Stadt? Ja, ich sage immer, das Museum ist das Gedächtnis der Gemeinde. Wir sind ja ein spezialistisches Museum. Wir wollen die Geschichte der Gemeinde Strasshof aufarbeiten und darstellen. Wenn das in keinem Museum geschieht, geht alles, was einmal war, verloren. Und der heutige Tag war natürlich für uns ein guter Anlass, das Museum nach Corona wieder aktiv zu zeigen. Offen waren wir dann eh, aber die Leute müssen sehen, dass hier tatsächlich Aktivitäten passieren. Und das ist meiner Meinung nach gelungen, da waren an die 60 Erwachsene und 20 Kinder heute hier und wir konnten hintereinander, also der erste Rundgang, bei dem die Musikschule, poetisch gesagt, die Geschichten des Museums zum Klingen gebracht hat, also nach einleitenden Worten von mir zu einem bestimmten Thema, Bahnhof oder Feuerwehr oder all diese Abschnitte, die wir ja darstellen, hat die Musikschule passende Musikstücke gespielt. Das hat jeder Rundgang ungefähr eine Stunde gedauert und scheint mir, dass es den Leuten gefallen hat. Ich glaube auch diese Kombination Museum und Schule, Musikschule, das ist eine gute Sache. Das ist eine lange Zusammenarbeit. Wie ich das Museum übernommen habe, das war im 12er Jahr, habe ich den Verein gegründet, mit der Gemeinde gemeinsam, war es gleich mein Bestreben, möglichst viele Kulturinstitutionen in Strasshof hier zu vereinen, jedenfalls die der Gemeinde. Und die Musikschule ist eine der wichtigsten Institutionen der Gemeinde und die hat von Anfang an hier Klassenkonzerte veranstaltet, auch Lesungen. Alle möglichen Dinge wurden hier in Kombination mit der Volkshochschule oder mit der Musikschule gemacht. Während Corona ist es leider flach gefallen. Wir wollen das aber wieder aufleben lassen und das heute war der Auftakt. Wunderbar. Eine tolle Veranstaltung, hat mir sehr gut gefallen und wie man gesehen hat, auch dem Publikum. Ja, das ist auch mein Eindruck gewesen und das freut mich natürlich. Sie haben Direktor gesagt, ich bin kein Direktor. Ich ehrenamtlich kümmere ich mich ums Museum. Man sollte es nicht so stark verbürokratisieren. Ich mache da meine Arbeit, arbeite die Dokumente auf, mache das Archiv fertig und ich hoffe, jetzt bin ich 77, dass ich das noch alles hinkriege, weil ohne ein ordentliches Archiv ist ein Museum natürlich nichts wert. Und ich bin aber kurz vorm Ende, ich bin jetzt 900 Seiten hat das Verzeichnis, es werden noch 100 dazukommen, schätze ich, weil ich da jetzt wieder neue Dokumente bekommen habe über die Frühzeit der Gemeinde und wenn ich die aufgearbeitet habe, dann bin ich ja irgendwo bei 1000 Seiten. Stolze Sache. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Okay, danke schön. Danke.
TV 21 Austria. Einfach anders.